Okay. Hey, nicht schlecht. Komm schon, Kumpel. Wir müssen immer noch Dagens Zuflucht finden. Aber dann scheinen wir wenigstens richtig zu sein. Oh, da brauche ich eine Kugel. Spüre den Planeten und alles, was mit ihm verbunden ist. Und dann greife nach ihm. Ich denke, ich... Da! Ich hab's gespürt. Genau so. Sehr gut, Padawan. Okay. Wo könnte denn so eine Kugel versteckt sein? Ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Möglichkeiten, da irgendwo hinzugehen. Oder sehe ich das falsch? Und da könnte man klettern. Oh. Aha. Was seid ihr denn für Viecher? Kritters? Alter. Hörst du auf? Das tut doch weh. So, was ist hier? Mhm. Ein Echo. Warum funktioniert dieser Schrott nicht? Vielleicht sollte ich das blöde Ding einfach zerlegen. Voilà. Wie war das? Man muss mit dem Laser da drauf, ne, um das Zeug hier wegzumachen. Und das ist ein Glas. Kann man das spiegeln vielleicht irgendwie, ne? Okay. Wahrscheinlich eine Technik, die wir noch nicht drauf haben. Hier rein wissen wir noch nicht wie, ne? Da ist noch so ein Kritter. Lumps. Oh. Ah, ein Flugvieh. Das muss die Stelle sein, von der Cordova gesprochen hat. Hä? Okay. Mal eben speichern. Alles okay. Sind nicht die Einzigen, die hier etwas suchen. Denkst du, es ist Dagon? Ein Koppler. Dann ist auch die Energiequelle nicht weit. Ah. Ah. Okay. Okay. Warte. Warte, warte, warte. Müssen wir über 1000 Ecken hier.
das Centauri Kree? Ja, gescannt, ja. Ja, da ist wieder so eine Quelle, okay. Aha. Hä? Ja, da ist was drauf. Der Ball, also dieser Energieball, der muss weg, damit ich das darüber. Uiuiuiui. Und dann kann ich auch das hier. Warum leuchtest du? Aha. Okay, okay. Also, hier können wir mit dem darüber fliegen, was uns noch nichts bringt. Weil wir erstmal da aufmachen müssen. Und mit dem hier. Was funkelt da? Was? Also ich kann hier rüber und kann dann dahin. Keine Ahnung, was das bringt. Ich mach's einfach mal. Ah, das war was zum Einsammeln. Wow, ich sehe nichts. Lass uns die Datendisk zur See bringen. Ah, das war eine Datendisk, okay. Ja komm, lass uns nochmal zurückfliegen hier. Können wir hier nochmal ein bisschen looten? Hey, hey, hey. Kurz gucken, war da was zum Umlenken? Nee, ne? Nee. Da ging es jetzt nur mal drum, das zu öffnen. Oder das zu schließen. Heide, nein. Vielleicht bin ich hier auch falsch und sollte hier noch gar nicht sein. Vielleicht brauche ich dafür noch irgendwelche anderen Fähigkeiten. Da drüben liegen auch jede Menge. Weil ich habe doch ein Fernglas. Wie war das denn? So nicht? Ah doch, so. Mit dem Visier? Ah ja. Guckst du hin? Da. Ja. Also da soll ich auf jeden Fall hoch. Das haben wir uns schon gedacht. Wir müssen nur rauskriegen, wie. Na komm, fliegen wir nochmal darüber. Fliegen hier mal weiter. Oh, oder auch nicht. Abkürzung freischalten. Hallo? Ah ja, dahin. Guck mal, da ging es sogar noch runter. Hab ich gar nicht gemerkt.
Aber gut. Was denn? Die thermale Schlote. Mit Kobo-Materie bedeckt. Ob man sie irgendwie entfernen kann? Noch eine Datendisk. Ja, sicher kann man die entfernen mit dem komischen Strahl. Den müssen wir wahrscheinlich irgendwie da hinlenken. Müssen nur rauskriegen, wie. Aber wie gesagt, ich vermute mal, dass wir hier vielleicht noch gar nicht sein sollten. Bin mir nämlich jetzt nicht sicher, ob das wirklich das Hauptziel der Story ist oder ob ich das beim letzten Mal aus Versehen eingeschaltet habe. Ich brauche so eine Kugel, Mann. Wie kriege ich so eine Kugel? Was macht denn das Ding eigentlich hier? Das sehr merkwürdig, das Ganze. Guck mal, ist ein Spalt. Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Gut, dann kann ich ja auch. Ne, kann ich nicht. Hier werdet ihr lernen, Kobo-Materie zu beherrschen, um euch so auf den Weg durch den Abyss vorzubereiten. Aber im Erfolg werdet ihr auch eine noch stärkere Verbindung zur Macht finden. Mhm. Ich verstehe, Meister. Darf ich jetzt gehen? Musst du irgendwo hin? Na gut, aber komm danach wieder. Danke. Natürlich. Ja, da kann ich auf jeden Fall mal das Ding darüber schieben, um da aufzumachen. Und dann kann ich mir die Kugeln nehmen. So. Oh. Da oben ist was. Das ist vielleicht noch eine Kugel. Wie soll ich da denn hochkommen? Was mache ich mit dem Würfel? Reicht das, um da hoch zu krabbeln? Ja, könnte sein. Okay, braucht die Kugel da hinten. Die kriege ich aber so nicht. Ah, verdammt. Okay. Mitkommen. Lasst euch von eurer Verbindung zur Macht zu unserem gemeinsamen Ziel führen. Tanelor. Oh. Centauri Kree hat Jedi auf die Reise durch den Abyss vorbereitet. Bitte. Jetzt? Hm.
stellen. Vielleicht kann ich, soll ich, muss ich das nochmal bewegen? Nee. Okay, komm. Nehmen wir die mal mit. Packen sie mal da drüben rein. Ja, sicher. So. Was können wir noch damit anstellen? Ah, weiter geht nicht. Okay. Dann rüber da. Nicht weh machen jetzt, Digga. Nee. Okay. Oh, das hat nicht gereicht. Blödes Vieh. Darüber? Oder? Nee, das reicht nicht. Komm, lass mich hier raus, lass mich hier raus. Okay. Anders. Ähnlich, aber anders. Wo geht's denn dahin eigentlich? Komm, hier hoch. Am Lenk. Lenk! Oh nein! Schade. Okay. Hey, hallo. Okay. Vielleicht hätte ich die Kugeln mitnehmen sollen, ne? Damit ich das aktivieren kann, um das Ding da wegzumachen, damit ich weiter gleiten kann. Vielleicht gibt es hier ja aber noch eine Kugel. Ah. Willkommen, Jedi. In jeder Welt, die die Republik erreicht, warten neue Gelegenheiten, um zu teilen und zu lernen. Und wir können noch vieles von diesem Planeten lernen. Oh. Was habt ihr rausgefunden, Centauri? Oh, schade. Eine Disk. Okay. Kann ich das Ding bewegen? Irgendwie. Beziehungsweise. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Hm.
Mal da oben ist wieder eine Halterung für die Kugel. Trotzdem muss ich das Teil erstmal bewegen. Oder ich steck's mal da rein, guck, was passiert. Ich frage mich, welche Geheimnisse dieser Ort verbirgt. Das ist die Frage. Okay. Kobo-Materie. Überwuchert. Mhm. Was macht das? Kobo-Zerkleinerer. Kobo-Zerkleinerer für BD-1 freigeschaltet. BD-1 kann jetzt Kobo-Materie aus Oberflächen auf Oberflächen sprühen. Aha. Sprühe Kobo-Materie auf Strahlen aus den Kobo-Resonatoren, um Hindernisse zu verbrennen, die Kells Weg blockieren. Okay. Wir glauben, dass die Kobo-Materie aus den Tiefen des Abyss stammt. Diese seltsame Substanz ist mysteriös, aber wir können sie durchaus studieren und manipulieren. Wie auch bei allem anderen. Sobald wir es verstehen, können wir es benutzen und kontrollieren. Wir haben die Kobo-Materie und den Abyss studiert. Hat Dagon es so bis nach Tenalor geschafft? Durch die Scheibe. Ja, das tut sich aber. Ach so. Wie eine Lunte. Ja, cool. Noch was? Nee. Was? Warum gelb? Okay, okay. Wir kommen der Sache schon näher. Jetzt brauchen wir das Teil wieder. Packen das wieder hier rein. Und dann machen wir eine Lunte. Beziehungsweise zwei. Einmal von hier. Und einmal von hier. Zusammen können die Republik und der Orden der Jedi die Geheimnisse dieser Galaxis entziffern okay. und sie für das große Ganze nutzen. Die Macht weist uns den Weg. Klingt nach dem Orden, an den ich mich erinnere. Alles, was Kree hier gebaut hat, wurde durch eine Katastrophe zerstört, die sie nicht vorhersehen konnte. Nee, ne? Manchmal scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Okay, ganz so geht's nicht. Da muss ich die von da oben dann greifen. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich da hochkomme, aber... Kann ich hier... Oh. Oder? Da muss ich wahrscheinlich hier anfangen. Ja, könnte.
Lass uns das See zeigen. Okay, hoch da. Ich habe gehört, wie Meisterin Cree von ihren Träumen für den Abyss erzählt hat. Es ist unschicklich, zu tratschen und zu lauschen. Ja, Meister. Verzeiht. Joho, Meister. Da macht das Sens. Das kann doch was. So, so mal das Dingen. Oh. Doch, reicht. Packen das Teil mal dahin. Nehmen wir es wieder mit. Gehen hier raus. Packen es da rein. So, gucken aber trotzdem noch mal kurz. Ja, ja. Was? Was hast du wieder entdeckt? Wer Fragen stellt, findet Antworten. Sehr clever. So. Noch einer freigemacht. Wir müssen jetzt auf dem Aufwind zur anderen Seite gelangen können. Darüber? Okay. Ja, Sinn macht das schon, ne? Man könnte auch natürlich zurück und die Kiste holen. Aber das machen wir bei einem anderen Durchlauf.